Salut, mes amis, et mieux à toi, je te laisse ici une honnête pure reille biologique in im Elsass. Un gros stèle de cette pure reille finit ici dans le Krumme. Elsass, où n'est venue déjà à 60 producentes zählt, c'est un schritt entschieden zu machen. Warum und wie leben sie hier, das ist Thema. Hop, los geht's. Noch bevor ich hier bin. Im Krumme Elsass wären pro Jahr 30 Millionen Liter biologische Milch produziert. Und Familie Klein gehört zu den ersten 7 Bauern, die 92 entschieden, natürliche Milch für die Kooperative Unicolet zu produzieren, für sie, wo es die Gelegenheit, ökonomisch korrekt davon zu kommen. Auf einer Seite hat die Laiterie eine Studie gemacht, über was man machen könnte im Futur, sagen wir mal. Und dann ist da halt rausgekommen, dass der Biomarkt eventuell eine Lösung wäre für Widerstehen, sagen wir mal. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, dass in konventioneller Milch hat man nicht mehr kennen machen oder mehr verdienen oder besser machen etc. Da ist die biologische Milch halt für uns so Lösung gewesen. Ihre 75 Holsteine gehen in der 480.000 Liter Milch pro Jahr, die von Lactalis verkauft wäre. Heute bringt der Liter 15 Cent mehr in als der konventionelle Milch. Eine biologische Umstellung, die dazu geholfen auf dem Hof der Person mehr inzustellen. Natürlich war es nicht einfach am Anfang, weil es noch keine finanzielle Hilfe gegeben hat. Sie haben aber schnell verstanden, dass wenn sie mit anderen biologischen Bauern arbeiten, es einfacher geht. Wir haben selber überlegt, dass wenn jeder allein ist, ist er ein bisschen verloren. Dann haben wir gedacht, selber die 7 Bauern, wie in das biologische Gang sind, wir machen ein Küma. Das ist eine Kooperative, wie man das Material miteinander kauft. Und mit dem, dass wir selber ein bisschen verloren gewesen sind und nicht gewusst haben, was man alles muss haben im Biologischen, haben wir uns los ein bisschen betroffen. Und dann sind wir 7 immer regelmäßig zusammengekommen und haben die Maschinen miteinander gekauft. In ihrer Sticker naturelle Früchte, Phosphée, eine biologische Umstellung, die dank diesen grossen Fruchtsticker und Motten, in der Gegend leichter ist, alles in Pläne. Im Biologischen muss man fast 30% mehr Land haben wie im Konventionellen. Das kann man hier gut im Krumme machen. Milch, Gemüse, Obst, Bier, Fleisch. Heute wird hier eine Bäuerei auf 3 biologisch geführt. Der Damien Klein, er hat vor 9 Jahren alle chemischen Spritzmittel aufgesteckt und hat vor kurzem entschieden, neben seinen Kühen ein Hinkel zu züchten. Es sind keine Patschon, die natürlich viel Drüsen und nur auf dem Boden leben. Es ist alles Naturelles. Alles mit Läden, die man auf und zu macht, manuell. Die Hinkel sind auf Stroh vom ersten Tag und wenn es zu nass wird, muss man noch straben. Hinkle die 2 Schlachthäuser von der Gehe transformieren, um sie dann regional zu verkaufen. 2010 haben wir angefangen und sind wir in der 14, wie wir angefangen haben. Und die 4 haben wir geschaut, ob es schon existiert. Und haben wir gesehen, dass ja, die Leute haben biologische Hinkle gewählt. Sie haben keine Käfighühner kaufen. Vor 4-11 Jahren sind wir jetzt auf 15, habe ich gesagt, vorher. Und jetzt wir haben angefangen mit 500 Stück in der Woche und sind jetzt ungefähr auf 50 in der Woche. Und dann haben wir einen guten Weizsanitär. Dazwischen sind 4 Wochen, wie die Stall leer sind, wie alles geputzt wird und gewaschen wird. Und dann fangen wir wieder am kleinen Hinkel an. Hinkel, die zwischen 10 und 12 Euro das Kilo verkauft werden und von denen sich das sicher ist, 1 Euro Gewinnspann zu bekommen. Damit sie sich so bequem wie möglich fehlen, sind auch beim um die 4 Hinkelshäuschen geplanzt worden. Dass wir den Bachgruppen nutzen, dass sie wieder Schnüsse gehen und dass sie noch mehr in der Sonne sind, wie wir also in der Sonne sind. Das sind alles Vitamine, das sind auch Vitamin D, wie sie noch holen. Und dann haben wir schöne Pulle. Alle hoffen natürlich noch mehr Bauern zu überziehen, sich an biologische Landwirtschaft zu wenden, weil wenn die Pestizide noch umkriegen, sozialer Fortschritt waren, verstehen immer mehr Leute, dass es nicht der Fall ist. Und wenn es manchmal nicht einfach ist, ständig dieselbe Gewandungsproduktion zu bekommen, hat jeder eine Lösung gefunden. Heute wird kein Ende zurückkommen.